Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Wir haben jetzt Episode 10 mittlerweile. Wie in der letzten Episode gesagt, wollen wir diesmal den Knast noch ausräumen, den wir auf dem Planeten gefunden haben. Ich will mir noch schnell ein paar Sachen craften hier mit dem ganzen Erz, das wir gefunden haben auf dem, bei unserer Höhlentour in der letzten Episode. Ich brauche ja noch den Rest von der Rüstung. Und ich muss mal zuerst wieder das hier ins Inventar legen, so, und dann geht's. Ich sollte jetzt eigentlich in der Lage sein, eine Defectors Mask zu machen, genau, Craft. Genau, die habe ich auch gleich angezogen, wunderbar. Jetzt kann ich sonst noch irgendwas Schlaues machen. Iron Block, Lantern, Basic Shield. Nein, ich glaube, für den Moment war es das. Ich glaube, wir können uns erst wieder bessere Sachen machen, wenn wir Platinum Pickaxe, nein, ich habe nicht genug Platin, wenn wir wieder, also wenn wir den ersten Boss besiegt haben, habe ich das Gefühl. Hä? Ich schaue noch schnell, was ich hier noch, ob ich hier noch irgendwas Neues machen kann. Crystal Block, Metal Workstation, da brauche ich den Molten Core, also eben, das ist, bringt es nicht. Dann, was haben wir noch? Nein, wie gesagt, also da ist wirklich momentan nichts mehr zu wollen, ne? So wie es aussieht. Okay. Ja, dann gehen wir doch gleich mal auf zu dem Gefängnis. Ich will nur noch schnell hier mich einiger Sachen entledigen, damit wir auch genügend Platz haben. Ich habe hier noch Platin. Warum habe ich Platinbar? Moment, das kommt hier rein. Dann habe ich Goldbarren. Dann habe ich Silberbarren. Moment, dann müsste ich auch mit dem da nach unten. So, Silber. Ich habe noch Eisenbarren, jede Menge jetzt. Ja, ich glaube, den Rest lasse ich mal hier im Inventar. Das geht schon. Diese blöden Seeds. Ich habe einfach nicht genügend Kistenplatz. Ja, ich denke, um das Gefängnis auszuräumen, sollte es eigentlich reichen. Ich mache noch schnell. Ich brate mir noch schnell das Fleisch hier, damit das einen Platz wenig braucht. Wobei wir unterwegs wahrscheinlich wieder Viecher killen müssen und dann sowieso wieder Fleisch bekommen. Ja. Chili weiß ich mal darüber. Ich kann den, glaube ich, zwar gar nicht essen. Naja, schauen wir mal. Okay. Gut, dann gehen wir doch mal nach unten und schauen uns das Gefängnis an. Habe ich den Hammer ausgerüstet, ja. Und dann geht das hier nach rechts. Und da kommt schon das erste Scheißviech. Jetzt. Oh. So. Ah, und da kommen noch Kackvögel und. Ah, Scheiße. Ja, ja, jetzt. Aber das geht ja jetzt relativ gut mit der Waffe und der guten Rüstung hier. Sollten das also eigentlich gar kein Problem mehr sein. Hoffe ich zumindest. Nein! So, und nochmal. So, ich habe immer noch Probleme mit der Steuerung. Das ist lieb, glaube ich. Aber es gibt trotzdem Pixel, wenn ich es umbringe. Also die lieben Monster, die sollten ja eigentlich keine Pixel geben. Das ist ja, das ist ja ein bisschen fies, dass man dann alles einfach umbringt, nur damit man Pixel kriegt. Aber ja, wenn es so ist, dann macht man das halt. So, Pixel. Oh, 25. Das ist ja. Oder ist das jetzt noch mit dem vom vorderen Monster zusammen? 10, also ich glaube, die geben einfach 10 Pixel oder so, aber das ist immer. Immerhin, wenn man 10 Monster killt, hat man schon 100 Pixel, sagen wir nicht nein, und da hat's ja noch Eisen, das ich das letzte Mal gar nicht gesehen habe. Das war wahrscheinlich, weil Nacht war, he? Das nehmen wir natürlich mit, das lohnt sich ja, das ist ein rechtes Vorkommen hier. Nein, falsche Taste, nein! Ah, shit. Hier so. Die wollte ich eigentlich drücken. Genau darum nervt mich, das ist alles so nah beisammen, wenn man da nicht schaut, was man drückt, drückt man garantiert das Falsche. So, jetzt als erstes mache ich einfach mal alle tot hier und dann als zweites räumen wir es noch aus. So. Ja, geh doch weg. Ja, jetzt. Jetzt kommt da noch einer, da noch einer.
drauf, drauf. Hey, hey, hey. Wie zäh ist der? Hallo? So, jetzt. Hat einen von denen eine Waffe fallen lassen? Wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nein. Okay. Naja, also ich muss ja sagen, also so, so krass sind die jetzt nicht drauf, so wie es aussieht hier. Okay. So, jetzt wieder der Scheiß hier nach unten, so. Und wie geht das jetzt, dass ich hier nicht... Ah, irgendwie so, hä? Okay. Hat's da oben noch irgendwas? Da liegen Pixel einfach so rum. Warum auch immer. Naja, da ist wieder eine Wache. Oder sind das... Ah nein, das sind... Das sind Insassen, so wie es aussieht. Wobei, warum haben die Waffen? Warum haben die Waffen? Und warum kriege ich die Waffen nicht, wenn ich die umbringe? Oh, der ist wieder so ein Zehrkollege hier. Wow. Ja, jetzt. Nein. Oh, Scheiße! Oh! Scheiße! Eieiei. Ah, der hat eine Maschinenpistole. Ja, super. Ah, zum Glück habe ich eine gute Rüstung. Oh. Ja. Haut mich der mit einem Stuhl? Der haut mich mit... Die Sau haut mich mit einem Stuhl. Ich glaub's nicht. So, jetzt ist der weg. Meine Fresse. Schnell mal heilen. Zieht mir der einfach seinen blöden Blechklappstuhl über den Schädel. Das gibt's doch gar nicht. Eieiei, Moment, ich muss da ein bisschen noch drüben. Dann kann ich da hoch, so. Ja, da hat sie... Oh, das ist ja riesig hier. Also wenn ich das ausräumen will, kriege ich, glaube ich, ein Problem. So. Gut. Der ist weg. Der ist auch weg. Warum gehe ich jetzt da? Oh, ich habe immer noch Mühe mit den ganzen Plattformen. Ah, da. Hä? Okay. Ich muss da sogar da hoch. Der hat wieder eine Knarre. Ja, ja. Hatte eine Knarre. Dann hier. Ja, ja, ist ja gut. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Der kommt wieder mit dem Stuhl angerannt hier. Also hast du eigentlich das Gefühl, du kannst mich hier mit einem verdammten Scheiß-Klappstuhl erledigen? Das musst du aber früher aufstehen, so. Da war doch jetzt noch einer drin, oder? Nein, dann habe ich, glaube ich, von unten schon ausgeräuchert. So, dann hier. Nein. Ja, ja. Oh. Okay. Kommt der, glaube ich, dann gleich wieder. Oh, hochgerannt. Oh, Scheiße. Ja, ja. So, jetzt. Jetzt. Ah, so. Diese Richtung, da oben hat schon wieder eine Wache oder was auch immer. Sind das Scharfschützen oder? Ja, 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 ja. Oh. Ey, 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 das ist ja eine riesen... Hört es auch noch irgendwann auf hier? Ah, da ist wieder einer mit dem Stuhl. Ach du Scheiße. Oh. Oh, ich sterbe, ich sterbe. Ich werde gleich tot sein. Oh nein. Oh. Jesus Christ. Ja, hört das Ding auch nochmal auf. Das ist ja hier ein Riesenkomplex.
Habe ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also ich wusste, dass es hier Gefängnisse gibt, aber das Ding ist ja riesig. Also ich dachte, die wären kleiner. Und schon wieder einer mit einem Stuhl hier. Ah, ja, jetzt. Warum sind die mit den Stühlen eigentlich die zähesten? Ich verstehe das nicht ganz. Ja. Der noch. Oh, da kommt schon wieder einer. So. Dann ist der auch wieder weg. Ah, da kommt schon der nächste angerannt. Also angerannt. Muss ich ja. Ich probiere hier auf Deutsch. Angerannt. Wäre ja schon halb Schweizerdeutsch wieder. So, komm. Jetzt. Ah, du scheiß Klappstuhlmörder. So. Einmal. Ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Ich will ja hier die Bandagen nicht verschwenden. Da oben liegt ein Stimpack. Warum liegt da ein Stimpack? Da liegt einfach so ein Stimpack rum, okay. Und da hat es nochmal zwei Kollegen. Ja. Jetzt ist er mit einem Klappstuhl, hä? Ja, komm. Da liegen auch noch Stimpacks. Das war ein Vogel und jetzt habe ich schon wieder das Fleisch. Wie gesagt, ich habe es ja noch vermutet, das wird passieren. So, jetzt bin ich glaube ich hier auch durch. Mal schauen, was da drüben noch ist. Da kommt schon wieder sein Kollege. Komm. Der hat eine Waffe fallen lassen. Wahrscheinlich nichts, was ich gebrauchen kann. Precious Deer Troubler. Okay. Wieder ein Klappstuhl. Ah! Ja, hier kommt alle dran. Nur nicht drängeln. Du mit deiner Scheißknarre, wenn du die wenigstens fallen lassen würdest. Meine Güte. So. Dann gehe ich mal zu dem noch Hallo sagen hier. Oh, schon wieder einer mit einem Klappstuhl. Und der verdammte Klappstuhl macht mehr Schaden als mein Hammer, das gibt's ja nicht. Ja, die Toilette kann man benutzen, das ist ja herzig. Okay. Ja, also den verschissenen, verkackten Scheiß hier, den nehme ich natürlich nicht mit. Also ich will da schon nur die guten Einrichtungsgegenstände, den Rest können sie behalten von mir aus. Jawohl, da noch einer. Gut, das war der. Und bin ich dann mal durch hier? Das gibt's ja nicht. Da. Ja, jetzt. Du da oben. Gut, das ist auch. Das sehe ich. Das hört hier nicht mehr auf. Das hört hier einfach nicht mehr auf. Da kommt Zellblock um Zellblock. Oh, Hilfe. Moment, ich war da drüben noch nicht fertig. Ich war ja da drüben noch gar nicht fertig. Da ist ja noch jemand, der sterben muss. So. Hilfe. Menschenabschaum, das muss alles weg hier. Der Menschenabschaum muss weg. Nein! Ich will die Pixel da. Und den Vogel, so. Wie viel? Ah, ich habe schon 2500 Pixel.
Pixel, oh, das lohnt sich ja richtig hier. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich jetzt effektiv von hier habe und wie viel ich vorher schon hatte, aber ich hatte doch nur ein paar hundert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das scheint sich hier wirklich zu lohnen. Ja, jetzt ist da schon wieder so ein Typ mit einer Knarre natürlich. Na. Ja. Wenn du unbedingt sterben willst, dann können wir das machen. Kein Problem. Waffe. Gehe ich mal hier übers Dach und dann von oben wieder rein, hä? Geht gar nicht. Laufen wir wieder zurück, im wahrsten Sinne des Wortes. Moment. Ah, jetzt. Da hier so. Und so tief wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, ja, jetzt kommt wieder einer mit einem Klappstuhl angerannt und einer mit einem Messer. Hilfe. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt hat er den Klappstuhl fallen lassen. Brutal Furniture. brutale Möbel, okay. Brutal Furniture. Ich bin mal gespannt, was das für Stats hat. Ich muss mir das nachher gleich mal anschauen. Ah, jetzt bin ich durch. Gott sei Dank. Also schauen wir mal, was wir alles bekommen haben. Da kommen Kackvögel. Oder? Ja, ich hab's doch gedacht. Scheiße, Moment. Ah, scheiße. Bandage fressen. So, einen habe ich. Mal schnell eine Bandage fressen und dann den zweiten noch erledigen, oder? Ah. So. Und nochmal eine Bandage. So, jetzt wollte ich eigentlich, ich gehe glaube ich ein bisschen hier ins Licht, wo ich sehe, was kommt. Also, was habe ich? Brutal Furniture. TPS 12. Ich glaube, das Ding ist besser als mein Hammer. Das Ding ist besser als mein Hammer, ein verdammter Klappstuhl. Ja, ich behalte den Hammer mal, aber ich nehme das mal. Moment, das hat 12, 14 und das hat... Gut, der Hammer schwingt ein bisschen schneller. Dann was habe ich hier? One-Handed Deer Troubler und Miss Battle Troubler. Ich habe gesehen... Zweimal einhändig wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht von der Effizienz her. Ich finde die zweihändigen aber cooler. Ich mache das jetzt mal nicht. So, jetzt mal schauen, was haben wir für Zeit? Ich müsste eigentlich schon fast abbrechen hier. Moment. Ich will jetzt aber hier das Zeug weg mitnehmen. So. Vielleicht den Stacheldraht auch da oben. Moment, schnell. Ich nehme noch den Stacheldraht auch mit. Kann ich irgendwas sicher irgendwas dekorieren damit? Da die Gitter will ich auf jeden Fall, die sind. Da kann ich mir dann irgendwie ein Gelände einzäunen für mein Haus. Türen kann man immer brauchen. Ah, Support Beams. Davon habe ich ja schon was. So, dann das Lichtlein da oben. Zellentüren. Bank, davon habe ich auch schon. Da komm. Habe ich die Kamera jetzt bekommen? Was ist das? Ein gotischer Bogen, okay. Ja, von dem Scheiß habe ich genug. Mal schauen. Das kann ich mitnehmen. Keep calm hand. Handscanner, Türe. Das hier. Ja, nehme ich auch mal mit. Dann die Lampe hier. Was war das jetzt? Aha. Ich sollte mal was essen, sehe ich gerade. Security-Kamera. So. Desk. Stuhl. Die Lampe da. So. Dann der Kohleautomat. Tisch, Stühle. Da die Dinger. Die Kamera natürlich wieder. Türe, Support Beam,
Support Beam, Support Beam. So. Hab ich den jetzt, ja. Die Lampe hier, das und das. So. Die Lampe. Die Lampe. Ich glaube, hier habe ich's. Mal schauen, was unten noch so im Angebot ist. Ja, die Plattform wollte ich eigentlich nicht. Ich will den Scheiß hier noch mitnehmen und dann das hier und das hier. Die Lampe hier, die gefällt mir auch. Ja, das brauche ich nicht, aber ich will hier durch, so. Ja, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad, Dungeons unbedingt, muss nach oben. Also ich kann hier ganz alleine ein ganzes Gefängnis auseinandernehmen, problemlos. Das geht einfach nicht so aus. Da muss man dringend was machen. Da muss man wirklich dringend was machen. So. Den Scheinwerfer will ich auch noch. Die Lampe hier. Die Lampe hier. Den Scheiß. Das ist auch ganz gut hier. So, weg. Ja, jetzt. Ja, es kommt ja nicht mehr an. Ich glaube, ich habe zwar genug von. Moment. So. Nein. So. Ja, ich grab mich jetzt da. Hallo? Oh, nein, da grab ich mich nicht rein. Nein! Kann ich gleich mal den Stuhl ausprobieren? Ich dresche hier mit dem Klappstuhl auf die Monster. Das finde ich einfach so cool. Ja, also wie gesagt, den Scheiß will ich nicht hier, das braucht niemand. Man hat hier wieder Sachen, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel die Tür hier, die Lampe hier, den Stacheldraht. Den Scheinwerfer hier. Ich frage mich gerade. Nein, das geht zu lange. So, komm. Dann die Lampe hier so. Zellblock, Lampe. Graffiti, Handscanner, Security Kamera, Türe, dann den Scheiß hier noch so. Was ist das? Eine Blume habe ich noch gepflückt. So, ah, das ist ein Fass, ein Burning Barrel, das können wir brauchen, oder Barrel Fire, das können wir brauchen, um Sachen zu kochen, gleich wie das Campfire. Jetzt. So, und dann das Geländer. Ja, das Geländer will ich auch, ja. Also noch mehr Geländer, ja, da ist noch mehr Geländer hier. So, okay. Da ist noch mehr Geländer, nehme ich auch noch mit. Da ist noch Türen. Ist da noch irgendwas in den Zellen drin, das man brauchen kann? Das Bett hier. No escape! Okay. Graffiti nehmen wir mit. So. Dann das da hier. Die Kamera natürlich, das Licht wieder. Hier auch. Nein. Das Licht, die Kamera, so. Bei der Kamera, da war glaube ich gar keine. Ich wiederhole mich hier einfach wie ein Papagei, so. Hier Licht, Kamera, Geländer, was auch immer. So, es könnte hier mal wieder Tag. Ah, oh, das ist doch ein Graffiti. Okay. Es könnte hier mal langsam wieder Tag werden, dann würde man auch was sehen. Da, komm. Dann hier. Oh Gott. Turn back, turn back. Turn back, turn back, turn back, turn. Yeah. So, alles mitnehmen. So, da haben wir wieder eine Pritsche. Sonst noch eine Pritsche. Weiß zwar nicht, wozu ich den Scheiß alles brauchen soll, aber ja, nehmen wir mal mit. Was wir haben, das haben wir. So, komm.
Dangerous noch? Hab ich die jetzt? Nein. Ah, jetzt wieder die Steuerung natürlich. Da die Geländer noch mitnehmen. Und da ist noch mehr von diesen Zäunen hier, die will ich unbedingt. Die Lampe, da will ich noch. So. Und hier die Lampe noch. Und das USCM Graffiti und die Lampe noch. Und die Türe noch. I see a light. Da krieg ich mal was essen. Ja, ich hab's begriffen. Was essen wir dann? Probiere ich mal den Scheiß hier. Ne? Ah, cool. Okay. Ich glaube, hier haben wir es. Da hier die Lampe noch. So, dann geht's wieder weiter. Türe, Handscanner, Cellblock, Kamera. So, und dann Lampen. Türe. Stacheldraht. Lampe. 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 Stacheldraht, Lampe, Lampe. Türe. Ah ja, das nehmen wir alles hier. Können wir uns ein eigenes Gefängnis bauen dann, wenn wir das jemals wollen. So. Den Scheiß noch hier. So. Ups. Jetzt geh doch einfach darauf. So, dann die Leiter hier. Jetzt, die Folge wäre eigentlich zu Ende, ich müsste wirklich unterbrechen. Ich müsste hier wirklich mal unterbrechen, soll ich mal... Ich glaube, ich unterbreche hier, dann spawne ich zwar wieder auf dem Schiff das nächste Mal, aber ich mache das dann so, ich laufe dann einfach offscreen hier zurück, damit ihr nicht nochmal sehen müsst, wie ich hier zurücklatsche. Und macht dann in der nächsten Folge dann weiter hier mit dem Looten hier im Gefängnis. Ich weiß zwar nicht, wozu ich den Scheiß brauchen werde hier, aber ich nehme es einfach mal. Ich kann es nicht einfach hier stehen lassen. Vielleicht, wenn wir uns mal ein Häuslein einrichten wollen, werden wir wahrscheinlich froh sein. Wir haben ja genügend Optionen. So. Ja, ich... Mache ich den Block noch schnell fertig, also den Scheiß will ja niemand hier. Mache ich den Block noch schnell fertig und dann lasse ich es, glaube ich, wirklich gut sein für diese Episode. Und eben dann sehen wir uns in den nächsten wieder, weil ich muss mich auch die Aufnahmesession beenden, darum werde ich halt dann wieder auf dem Schiff spawnen. Aber wie gesagt, ich laufe dann halt offscreen hier zurück und dann. Dann ist es für euch, als wäre ich gar nie weg gewesen. Hä? So. Das noch mitnehmen und dann hat das noch duschen. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich da durch den Scheiß durch, oder? Ja gut, nein, jetzt. Ist eigentlich ideal, jetzt habe ich mich da selbst gefangen irgendwie. Müsste mich da durch die Mauer graben oder da irgendwie hochbauen. Mache ich jetzt nicht. Ich beam mich einfach aufs Schiff hoch und in der nächsten Episode sehen wir uns dann irgendwo da unten wieder. He? Ich sehe sowieso, dass ich gerade friere. Von dem her gehe ich mal zurück. Und das war die Episode mit dem Gefängnis. Also ein erster Teil davon. In der nächsten Episode werden wir den Rest noch rauslooten. Habe ich überhaupt noch Inventarplatz? Ja, kaum noch. Ich werde schauen, dass ich hier noch ein paar Sachen einsortiere. Ich könnte eigentlich... Moment, ich habe doch noch Eisen gefunden. Ja, das kann ich hier mal reinschmeißen. Eisen, so. Und dann die blöden Waffen. Was will ich mit denen? Will ich die? Kann ich noch irgendwas wegschmeißen, das ich nicht unbedingt brauche? Wrecked Platform, das will niemand. Sonst noch was? Was sind die Graffitis hier? Was ist das? Red Petal? Nein, das brauche ich auch nicht. Da kann ich dann auf einem Blumenplaneten jede Menge davon holen, wenn ich das mal will. Dann,
Ja, ich glaube, für den Moment. Das sollte eigentlich, das meiste, was ich da raushole, es deckt sich ja mit dem Zeug, das ich schon habe. Das sollte von dem her eigentlich kein Problem sein. Ja, eben, dann gehen wir in der nächsten Episode nochmal zurück zum Gefängnis. Also, beziehungsweise ich werde offscreen dahin laufen, da, damit wir Zeit sparen können. Und machen dann da weiter in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen.